Das Hotel Garni zur Alten Post befindet sich am Dümersee in Niedersachsen, ganz in der Nähe von Osnabrück. Und wenn Sie Dr. Piepenbrink mal live und in Farbe sehen wollen, dann werden Sie ihn jeden Morgen am Dümersee joggen sehen. Er hat nämlich seine Joggingstrecke dorthin verlegt, um jeden Tag genießen zu können, wie Eigenenergieversorgung in einem Hotelbetrieb perfekt funktioniert. Die Zusammenfassung. Energiekosten sind im Hotelgewerbe und in der Gastronomie ein erheblicher Kostenfaktor. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Diese Kosten lassen sich heute in den Griff bekommen, erheblich reduzieren und nie mehr steigen lassen. Durch Eigenenergieproduktion, Speicherung und Nutzung des selbstproduzierten Stroms. Die Photovoltaikanlagen auf dem Dach geben vor, wie viel Energie man produzieren und nutzen kann. Das Hotel Garni zur Alten Post aus Lembruch in Niedersachsen hat ein unfassbar überzeugendes Energieeigenversorgungskonzept für Komfortstrom, Wärme und Mobilität gefunden. Mit dabei ein Hauskraftwerk von E3DC. Sodass wir in etwa Gesamtkosten haben jetzt von knapp über 6.000 Euro im Jahr, also 24.000 Euro im Jahr an Energiekostenersparnis und Nutzung von 99,5% erneuerbare Energien für unseren Energiebedarf. Was haben Sie denn investiert und wann amortisiert sich das denn? Investiert haben wir für das Blockheizkraftwerk und die Gasheizung 60.000 Euro, für die erste PV-Anlage 18.000 Euro, die zweite PV-Anlage kam mit 13.000 Euro, gesamt hatten wir dann 28,8 kW Peak. Das Hauskraftwerk selbst kam mit 21.000 Euro, sodass wir im Gesamten 112.000 Euro investiert haben, bei 24.000 Euro im Jahr an Energiekostenersparnis haben wir so eine Amortisation von unter 5 Jahren. So ist hier also Stück für Stück die Versorgung mit Eigenenergie gewachsen. Die erste PV-Anlage liefert Strom für den Eigenverbrauch und speist den Rest ein. Die zweite und neue PV-Anlage hängt direkt am Hauskraftwerk. Das alles ist mit moderner Haustechnik überhaupt kein Problem und lässt sich gut regeln. Auch die Integration des Blockheizkraftwerkes ist keine Hürde im Konzept der Eigenenergieversorgung des Hotels. In unserem Heizungsraum betreiben wir ein kleines Blockheizkraftwerk. Das kam vor einigen Jahren hier ins Haus, als die alte Ölheizung von der Leistung nicht mehr ausreichte. Und das Blockheizkraftwerk produziert jetzt den größten Teil der benötigten Wärmeenergie für unser Hotelbetrieb. Nämlich 99% der benötigten Wärmeenergie wird hier im Blockheizkraftwerk produziert. Zusätzlich auch noch ein Großteil des hier im Hotelbetrieb benötigten Stromes. 2 Jahre nach dem Blockheizkraftwerk haben wir zusätzlich eine Photovoltaikanlage installiert, weil wir einfach merkten, dass in der Sommerzeit, wenn wir sehr hohe Belegungen haben, der Wärmebedarf des Hauses nicht ausreichte, sodass nicht genügend Strom produziert wurde. Mit der neuen PV-Anlage sollte damals ein Großteil des benötigten Stroms auch hier vor Ort produziert werden. Neben der zweiten PV-Anlage holte sich Steffen Eickhoff mit dem Hauskraftwerk einen Speicher und damit gleichzeitig ein intelligentes Energiemanagement ins Haus. Dann kam zusätzlich ein Batteriespeicher von der Firma E3DC hier bei uns ins Haus, damit wir den Strom, den wir temporär am Tag überhaben, für spätere Zeiten am Tag speichern können und dann nutzen können. Und damit wir im Sommer auch genug Strom zur Verfügung haben, haben wir zusätzlich noch eine weitere PV-Anlage installiert. In der gesamten Gastronomie sind Energiekosten ein großes Thema. Viele Betriebe sind da, die wirklich viel, viel Geld bezahlen für Energiekosten und wo eigentlich auch ein großer Bedarf besteht, moderne Technologien einzusetzen, um die Kosten zu reduzieren. Ist das ein Konzept, was man woanders auch anwenden könnte? Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil gerade um den Betrieb autark zu machen und um Kosten zu reduzieren einfach, ist das eine sehr sinnvolle Sache. Wie von Steffen Eickhoff schon erwähnt, die Energiekosten sind in seinem Hotel von 30.000 auf 6.000 Euro gesunken.
Und nach 5 Jahren ist die gesamte Investition amortisiert. Gleichzeitig geht man mit der Zeit, denn die Gäste können mit dem selbstproduzierten Strom auch ihre Elektroautos laden und das bringt dem Hotel sogar mehr Gäste. Damit ist man hier für die Zukunft schon perfekt gerüstet, ohne dass für den Betrieb mehr Kosten durch das Beladen der E-Autos verursacht werden. Das hier angewandte Konzept ist Übertrag, Anpass und skalierbar. Wer die enorme Wirtschaftlichkeit der Eigenenergieproduktion und Nutzung für seinen Betrieb außer Acht lässt, verschenkt viel Geld und Energiekostensicherheit für die Zukunft. Steffen Eickhoff vom Hotel Garni zur Alten Post ist ein cooler Typ. Er spart 24.000 Euro Energiekosten pro Jahr an, ist in ein paar Jahren durch und dann hat er das eigentlich komplett zur Verfügung. Geht das wirklich? Das geht und das wissen wir ja von dem besten Installateur Norddeutschlands, Holger Laudelei. Nein, das geht, weil man sehr viel Öl durch effiziente BHKWs einsparen kann und das sehr stark gefördert wird. Und das geht, weil man über PV-Anlagen sehr viel Strom selber machen kann und das BHKW die Winterlücke füllt. Und wenn man das mal rechnet, die Investitionsrechnung ist ja faszinierend. Also nach 5 Jahren, sagen wir mal, durch zu sein mit der Investition, ist ja, da muss man ja nichts mehr zu sagen. Und die einzige Frage ist ja, warum hat man keine Wärmepumpe? Und die Antwort ist, weil man eben nicht 500.000 Euro in die Hand nehmen möchte, um einen riesigen Gasthof oder das Hotel Garni zur Alten Post eben dämmen möchte. Und man hat sich halt hier für eine schrittweise geschickte Kombisanierung entschieden, die auf jeden Fall mal hochgradig wirtschaftlich ist und am Ende des Tages auch extremen CO2-Vorteil hat, weil ein BHKW hat immerhin noch einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad und erzeugt Strom im Winter oder wie Laudelei sagen würde, dezentral lieber vor Ort im Winter ein bisschen Öl verbrennen. Ja, ist immer noch besser, als wenn der Kohlestrom aus der Lausitz an den Dümmersee transportiert werden müsste. Sie haben jetzt gerade was über die BHKWs gesagt. Ich muss leider eine Verwarnung aussprechen in der Sendung. Kostet 5 Euro, wissen Sie? Fragen, die der Moderator stellen wollte, sollte man sich bitte nicht selber stellen und selber beantworten. Aber das ist genau das, was ich gefragt hätte. Das Konzept des Hotels ist Stück für Stück gewachsen. Er hat mit den BHKWs angefangen. War das der richtige Weg oder sagt man, komm hier, wir machen eine Gesamtbetrachtung und dann machen wir alles auf einmal? Ja, sicher ist das der richtige Weg. Der Mann hat einen Heizungstyp gehabt, eine alte Ölheizung, hat sich überlegt, was macht er? Und eine Wärmepumpe hätte nur funktioniert, wenn der Transmissionsgrad des Riesengebäudes über erhebliche Dämmmaßnahmen und erhebliche Investitionskosten so weit runtergebracht hätte werden können, dass eine Wärmepumpe das Gebäude versorgen hätte können. Und dann hätte die auch noch klimatechnisch eben am besten solar versorgt werden müssen. Und da wäre eine viel größere PV-Anlage dann noch notwendig gewesen. Und so ein BHKW hat halt schon einen Vorteil. Und insbesondere bei seinem Lastprofil sieht man ja, das ist ja unfassbar, es ist selbst der ist ganzjährig stromautark. Und also das ist einfach, es ist eine Sonderlösung, ja. Es gibt nicht so viele, ja. Wir berichten ja nicht stets und ständig über stromerzeugende Heizungen, auf Deutsch gesagt. Sondern in dem Fall, sage ich mal, ist das ein Musterbeispiel, wie man ein Gebäude energetisch sanieren kann. Und er hat es halt über eine aktive Techniksanierung gemacht und nicht über eine passive Gebäudesanierung, die wahrscheinlich das 5-fache an Investitionskosten nach sich gezogen hätte, mit 0 Mehrwert für die Gäste. Sie haben das Lastprofil gerade schon angesprochen, das schauen wir uns gleich an, aber ich möchte gerade am Anfang der Sendung und unserer Auswertung nochmal wirklich klar sagen, und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, was hier passiert ist. Ein Gebäude von 1800 so und so 80, was nicht die komplette Dämmungssanierung hinter sich hat, bringt aktive Systeme ins Haus hinein, der Energieproduktion und effektiven Nutzung mit Speicher, inklusive Versorgung der Elektromobilität für seine Gäste. Er hat das ins 21. Jahrhundert geholt. Und er senkt die Energiekosten um 24.000 Euro und in 5 Jahren ist die Anlage abgezahlt, ohne dass er an der Substanz des Hauses massive Eingriffe machen musste. Und das ist ja ein
unfassbares Beispiel, was in diesen ganzen alten Immobilien- und Gewerbebetrieben in Deutschland überhaupt möglich wäre. Absolut, aber man braucht dann auch BAKWs und wie Sie ja wissen, sind die eher rückläufig, weil sie eben auch wartungsintensiv sind. Aber ich will sie jetzt überhaupt nicht schlecht reden. In dem Fall sind ja auch die Wartungskosten überschaubar und durch die Förderung der BAKW-Einspeisung und durch die Tatsache, dass eben der Winterstrom des BAKWs eben auch teuren Netzstrom sozusagen ersetzen kann, rechnet sich die ganze Geschichte halt. Und Klimabilanz ist top. Und dann mal zu sagen, 24.000 Euro gespart und wenn die Amortisation vorbei ist, nach 5 Jahren hat er das wirklich Cash in der Hand und das in einem Hotelbetrieb, der wirklich zimmerweise 50 Euro, 60 Euro, 70 Euro, 80 Euro weiter was verdienen muss, bezahlen muss, Umsatz machen muss. Und es ist eigentlich fast für mich unvorstellbar, dass all diese Gewerbebetriebe diese Möglichkeiten der Effizienz, des Geldeinsparens, nachdem man ja Zimmer für Zimmer so sauer verdient, dass sie das nicht alle machen. Ja, es erfordert halt das, was die Politik auch nicht hat, Mut und Entschlossenheit und einen Plan. Den hat er gehabt und wir schauen mal ins Lastprofil, das ist ganz interessant. Und hier sehen wir auch, ja, Direktverbrauch, also er versorgt sich halt selber, das kann man sofort sehen. Naja, hier sieht man sehr, sehr schön, dass das BAKW durchläuft, das ist sozusagen die blaue Kurve. Ja. Habe ich jetzt mal den, was war das, der 10. Februar genommen und man sieht halt, dass hier weder was gespeichert wird, noch die Solaranlage einen nennenswerten Beitrag liefert, dafür läuft aber das BAKW durch und deckt den gesamten Tagesbedarf. Allerdings sind auch wahrscheinlich keine Gäste da. Und aber immerhin hat man auch hier, sage ich mal, 100 Kilowattstunden Verbrauch. Das jetzt mal hochrechnen, ist auch nicht null, ist auch schon 5, 6, 7 Einfamilienhäuser und zu 100% gedeckt über das BAKW. Und vielleicht gehen wir mal auf den Sommertag, um genau das Gegenteil zu zeigen. Da sieht man halt sehr schön den Energiemixbetrieb. Hier ist halt der 4. Juli, den habe ich gewählt, weil es der Unabhängigkeitstag ist. Da erreicht man zwar nur einen Autarkiegrad von 93%, aber es ist auch, ist aber auch nur ein mittelmäßiger Tag. Und da sieht man halt sehr schön, dass das BAKW noch so nachts und abends kurz anläuft und man sieht halt den perfekten Energiemix und man sieht auch, dass eben eine Lastspitze von 20 kW nicht zu decken ist über die Pro-Serie mit 26 Kilowattstunden. Aber das nimmt man halt in Kauf und insgesamt ist das also ein super Deckungsgrad und das Lastprofil ist hier sozusagen über 2 Energieerzeuger, eine stromerzeugende Heizung und eine PV-Anlage und der Speicher ist ja auch Energieerzeuger, also über 3 Erzeuger in dem Fall, also super abgedeckt. Ja, auch hier sieht man wieder, das ist so mein Lieblingsbegriff, wo ich sage, hier ackert die Batterie wieder. Also hier sieht man tatsächlich, die Batterie wird geladen und in dem gleichen Umfang wird sie eigentlich auch entladen. Das heißt, die Mischung von Nutzung, Verbrauch, Produktion ist hier eigentlich ganz gut. Absolut. Und man sieht halt auch, dass die Batterie auch vom BAKW geladen wird. Ja. Ja, es ist ein perfektes Zusammenspiel. Wir kennen es ja von Holger Laudelei aus den Oldenburger und Bremer Mehrfamilienhäusern, aber in dem Fall ist es halt am schönen Dümmer See das Hotel zur Alten Post. Das haben Sie gerade wichtig angesprochen. Das wurde auch in der Sendung gesagt, in dem Beitrag gesagt. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, den überschüssigen Strom vom BHKW einspeise, kriege ich einen sehr viel geringeren Betrag. Da geht es um, was weiß ich, 3 Cent. Und wenn ich das ins Hauskraftwerk, in den Speicher reinlade, dann kann ich es natürlich zu einem wesentlich besseren Wert hinterher verwenden. Und deshalb ist die Kombination BHKW-Speicher, würde ich jetzt mal sagen, fast zwingend. Nennt man Veredelung, ja. In dem Fall ist es zwingend, ja. Und wenn der Herr, Steffen Eickhoff, das nicht so machen würde, wäre ja auch seine Wirtschaftlichkeit deutlich schlechter. Und dann hätte der Herr, wie heißt er denn? Gevers. Der Pascal Gevers von Schürmann Haustechnik das auch nicht so leicht verkaufen können. Hm. Und wir haben ja gesehen, wie kritisch und informiert und kompetent der Herr Eickhoff als Kunde ist. Sie sagen ja immer, manche Kunden wissen mehr als manche Installateure. In dem Fall weiß ich es nicht, aber der weiß halt sehr gut Bescheid. Und ich denke mal, dass so ein Betrieb auch rechnen muss.
Und der hat halt richtig gerechnet. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so eine kurze Amortisationszeit gesehen. Und das spricht ja alles für den Business Case. Das ist schon eine ziemlich gute Anlage. Frage, kann er noch was besser machen? Elektroautos? Hat er ja schon zwei, schon dran, vier, fünf, sechs und so weiter. Und wir wissen ja, ist Letztverbraucher. Das heißt, der Herr Eickhoff ist auch Letztverbraucher, wenn er 10 Wallboxen hinbaut und seine Kunden dort tanken. Mhm. Er könnte sogar eine öffentliche Ladesäule machen. Ja. Wird er wahrscheinlich auch über kurz oder lang. Könnte er. Herr Strom hat er genug. Strom hat er genug. Und auch im Winter. Denn er hat im Winter ja mehr Strom über als im Sommer. Denn, wenn wir nochmal auf die Jahresbilanz gucken, hat er ja im Februar 2/3 Strom, der ins Netz geht, und im Juli noch 1/3. Das heißt, der säuft im Strom ab und kann demzufolge auch Eigenstrom machen. Und dann wäre sozusagen im Februar das BAKW so eine Art Hybridfahrzeug für die Elektrofahrzeuge der Gäste. Er hat ja noch so die Idee, er hat ja eine erste PV-Anlage, eine zweite PV-Anlage, er hat ja sogar noch Platz. Und wenn man mal anfängt damit, wird man ja immer gieriger. Also man kann ja sogar noch mehr davon machen. Mhm. Und ich habe dann so gesagt, ja, schauen Sie mal, 24.000 Euro ist eingespart, Amortisationszeit 5 Jahre, Hotelbetriebe verdienen so sauer ihr Geld, Gastronomiebetriebe verdienen so sauer ihr Geld. Ist dieses Beispiel übertragbar? Das ist 100% übertragbar für sämtliche, sage ich mal, älteren Gaststätten und Hotels, die eben eine Fassadengebäude-Dämmsanierung nicht machen oder scheuen oder auch, es ist ja auch ein Riesenaufwand und die können das halt mit ihrem Heizungsbauer und mit ihrem Solateur, wie sagen sie immer, schrittweise machen. Da spricht nichts dagegen. Man braucht aber auch kompetente Installateure, die dann das richtig auslegen und die Messkonzepte beim Verteilnetzbetreiber durchkämpfen und so weiter und so weiter. Man muss dazu sagen, es gibt auch Finanzierungen dafür. Es gibt Finanzierungen, die relativ niedrige Zinssätze haben. Wir haben ja immer früher so gesagt, ja, Gewerbetreibende, die wollen das nicht so machen, weil sie wissen nicht, ob es in 5 oder 6 Jahren ihr Betrieb gibt. Noch gibt, aber ich meine, das ist hier ein Familienbetrieb, der macht das seit über 100 Jahren, der wird es wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren machen. Und von solchen Familienbetrieben, die wirklich über Generationen ihr Geschäft betreiben, gibt es nicht zu wenige in Deutschland. Das sind mittelständische, inhabergeführte Geschäfte und die denken langfristig und die haben sich aber vielleicht noch nicht so intensiv mit der Eigenenergieproduktion und Nutzung beschäftigt, aber für den deutschen Mittelstand, gerade für familiengeführte Betriebe, perfekt. Ja, ich habe da auch nichts hinzuzufügen, weil es ist auch eine perfekte Auslegung aufs Lastprofil. Und das Lastprofil ist halt mehr oder weniger ganzjährig ähnlich. Ja, nur im Winter wahrscheinlich die Belegung kleiner. Aber ja, man kann das 1:1 übertragen. Also alle Leute, die eine Ölheizung haben, könnten jetzt sagen, ich mache ein BAKW. Könnten sie. Oder sie müssten halt eine aufwendige Gebäudesanierung machen, dann mit einer Wärmepumpe und einem noch größeren PV-System. Werden die meisten gar nicht machen. Und die PV-Speichergeschichte steht jedem frei. Das hätte der Herr Eickhoff auch ohne Öl und BAKW machen können. Von daher sind beide Systeme grundsätzlich total unabhängig voneinander. Und das beantwortet auch die Frage, ob man es gleichzeitig oder getrennt macht. Das ist im Grunde genommen, steht es ihnen frei. Jetzt habe ich Sie beschimpft, weil Sie Fragen vorne weggenommen haben. Zur Strafe nehme ich jetzt eine Antwort vorne weg. Mhm. Wenn man jetzt sagt, übertragt das Modell, was würde man anders machen, anderen empfehlen, zu sagen, denkt an die Wärmepumpe? Ja, Wärmepumpe kommt immer in Frage, wenn das Gebäude damit auch sicher versorgt werden kann. Das heißt, für ganz alte Gebäude oder extreme, sage ich mal, wärmeintensive Betriebe wird die Wärmepumpe halt nicht funktionieren. Deshalb haben wir uns ja bei der Wärmepumpe auch primär auf Neubauten konzentriert oder auf Brauchwasserwärmepumpen. Dieses Modell zeigt für mich eigentlich, das will ich zum Schluss noch kurz besprechen, etwas, was die ganze Tendenz der Entwicklung der Eigenenergieproduktion und Nutzung entspricht. Wir haben ja angefangen, ganz früh haben wir gesagt, so bei Neubauhäusern, Einfamilienhäusern kommt es sozusagen mit drauf. Mittlerweile sind wir dann dabei, dass wir gesagt haben, komm, wenn eine Fabrikhalle gebaut wird, mach Photovoltaikspeicher mit rein.
Dann sind wir in den Bestandsbau reingegangen bei älteren Wohngebäuden, haben gesagt, auch da funktioniert es mittlerweile. Und jetzt sind wir in der Tendenz, sodass wir sagen können, selbst über 100 Jahre alte Gebäude kriegen wir mit der heutigen leistungsfähigen Technologie locker in die Eigenenergieversorgung mit hohen Autarkiegraden. Das heißt, der Gebäudetypus, mit dem ich zu tun habe, spielt eigentlich für die Energieeigennutzung, Speicherung und Verbrauch gar keine Rolle mehr. Absolut. Und ich sehe ja auch, dass ich viel weniger fossilen Brennstoff benötige, als ich vorher hatte und gar keinen fossilen Brennstoff mehr aus dem deutschen Stromnetz benötige. Und ich brauche auch keinen CO2-Gestehungsaufwand für die Fassadensanierung oder die möglichen grauen Energien, die dann dort entsprechend vermieden worden sind. Also es ist absolut ein vorbildliches Beispiel. Das heißt, der CO2-Footprint von dem Gebäude ist deutlich runtergekommen, ja, weil er beträgt noch, wie viel hat er denn? Das hat er uns doch vorgerechnet. Wie viel? 250.000 Kilowattstunden Gas. Das ist der Gesamtenergiebedarf dieses Gebäudes. Und vorher war er halt, müssen wir jetzt mal ausrechnen, 26.000 Liter Öl plus 45.000, also ich sag mal 45.000 Kilowattstunden Strom sind schon 22,5 Tonnen, die sind weg. Ja. Und 26.000 Liter Öl sind, wie viel sind das denn? Ich glaube, es sind auch nochmal 50 Tonnen, das heißt, der ist von 75 Tonnen CO2 auf unter Freunden 25 bis 30 runter. Das heißt, er hat mehr als die Hälfte seines CO2-Fußabdrucks gesenkt. Und das ist doch mal vorbildlich. Und das in einem Naturschutzgebiet. Also, wenn Sie Lust haben und Spaß haben, dann fahren Sie doch mal vorbei zum Hotel Garni Alte Post am Dümer See. Und vielleicht sehen Sie Herrn Dr. Pebenbrink da joggen. Das war Autark, das E3DC-Magazin. Bis zum nächsten Mal. Ha ha ha.